Genie, hey Genie, weißt du's noch? Bei meinem Konzert, du warst leicht besoffen. Du standst vor mir mit deinem lüsternden Blick, schautest auf mich und ich nur auf dich. Toller Körperbild, hübsches Gesicht, leuchtende Augen und schuldiger Blick. Nach meiner Show kamen wir gleich ins Gespräch. Du meintest, wär spät und dass du gleich gehst. Kein Problem, hab ich zu dir gesagt. Ich bring dich nach Hause, wenn du das magst. Du meintest ja und hast mir dann gesagt, dass du mit 16 nicht lang wegbleiben darfst. Als wir uns küssten, war dir das egal. Wir sind mit dem Taxi zu mir gefahren. Du wolltest Sex und hast ihn bekommen. Dabei hast du dich und deine Unschuld verloren. Dem Sex wolltest du gehen, ich wollte dich bringen, doch du ließ mich stehen. In meinem Bett lag noch dein Portemonnaie, ich machte es auf und konnte dein Perso sehen. Nahm ihn raus, um dein Bild zu betrachten, doch was ich sah, das konnte ich kaum fassen. Genie, du bist nicht 16 gewesen, ich schlief mit einem 13-jährigen Mädchen. In dieser Nacht ließ du erst mich allein, dann deine Eltern, du kamst nicht mehr heim. Genie, du bist seitdem verschwunden. Sie suchen dich mit Hubschraubern und Hunden. Die Kripo ermittelt, ne Spur hat sie auch. Genie, die Kripo steht vor meinem Haus. Sie kommen, um mich zu holen. Sie werden mich nicht finden. Niemand wird mich finden. Ich komm jetzt zu dir. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 13-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen auf einem Saddam Said-Konzert gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handelt. Verbrechen handelt. Verbrechen handelt.